Okay, danke. Ja, ich komme aus Schottland. Ich danke für die Einladung. Danke sehr für das schottische Wetter. Ich fühle mich wohl, zumindest in dieser Hinsicht. Ja, ich komme aus der Praxis sozusagen. Ich war 28 Jahre lang in der Praxis in Schottland tätig. Und jetzt bin ich Hochschullektor, seit Anfang April hier in St. Pölten, aber früher in Innsbruck. Genau. Vor 25 Jahren, glaube ich, haben wir angefangen, diese Diskussion zu haben. Brauchen wir ein Berufsgesetz? In dieser Zeit haben wir fast eine voll qualifizierte Profession in der ambulanten Bereich, also zum Beispiel mit Kindern, Familien und Straftätern in diesem Bereich. Aber natürlich in stationärer Bereich ist ein bisschen anders. Ganz wenig Leute im Vergleich haben die sozialarbeiterische Qualifikation gehabt. Und wir haben diese Skepsis gehabt. In Schottland, ja, die Situation in Schottland ist ein bisschen anders als in Österreich. Natürlich, wir haben Ähnlichkeiten. Österreich hat einen großen Nachbar. Wir in Schottland haben auch einen großen Nachbar und viel Einfluss von diesen Nachbarn gehabt. Aber die Politik in Schottland ist ein bisschen anders als in Österreich. Und vielleicht in den letzten paar Wochen haben wir das schon bemerkt. Ja. Und wir haben gedacht, okay, wir waren immer ein bisschen kritischer da. Die soziale Arbeit in Schottland ist eher kritische soziale Arbeit. Und dann haben wir gedacht, aha, Berufsgesetz. Was bedeutet das für Kontrolle? Und nur Kontrolle über uns als Praktikerinnen, über Sozialarbeiterinnen oder sonst. Und dann in 2000 haben wir die neue Definition der sozialen Arbeit gehabt. Und jahrelang haben wir für diese Definition gekämpft. Endlich haben wir diese Definition. Wir müssen sozialen Wandel fordern. Wir müssen Leute ermächtigen. Wir müssen Leute befreien. Wir müssen Menschen wegzuhalten. Wir müssen Leute eine kollektive Verantwortung vermitteln. Und so, okay, was bedeutet das für ein Berufsgesetz dann? Und SSSA, das ist der Scottish Social Care Council, und es gibt ein Dokument von mir, 4 Seiten über die Situation in Schottland. Sie können das später lesen, wenn Sie wollen. Aber der Scottish Social Services Council da hat einen besonderen Code of Practice, Ethic Codex. Aha, ist es ähnlich wie der EFSV, Ethic Codex, oder nicht? Das war ein Thema für uns. Aber gleichzeitig mit der Entwicklung der Scottish Social Service Council haben wir die Care Commission gehabt. Und das hat Kontrolle über die Einrichtungen gemacht. Ja? Und das war interessant für uns. Es ist nicht nur zu sagen, okay, was machen diese Sozialarbeiterinnen, sondern was machen diese Organisationen? Wenn Sie sagen, Sie sind sozialarbeiterische Organisationen, ist das eigentlich tatsächlich soziale Arbeit? So für uns, okay, wenn nicht, was bedeutet das? Wie versteht die Care Commission soziale Arbeit? Auch in Verbindung mit der International Definition der sozialen Arbeit oder nicht? So das war ein Thema für uns. Und war das nur Kontrolle von oben, von der Regierung in Schottland oder auch von den Nutzerinnen, von den Gemeinschaften, von der Profession und so weiter? Letzte Folie, okay. Ja, es war viel besser, als wir gedacht haben. Die Auswirkungen waren super, sozusagen. Ja, wir haben gesagt, welche Professionen haben wir hier? Sozialarbeiterinnen natürlich, aber auch Social Care Professionellen. Im Vergleich zu Österreich, wir haben kein Spektrum von Professionen, die in der sozialen Arbeit tätig sind. Keine Soziologinnen. Es gibt nur ein Beruf für Psychologen in Schottland. Ja? Sie arbeiten bei McDonald's. Sie haben keine andere Möglichkeit. So, ganz sicher nicht in der sozialen Arbeit. Ja? Tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu provokant bin. Wir haben jetzt eine voll qualifizierte Profession in Schottland. Und das ist super. Aber es ist nicht so zu sagen, okay, Sie haben schon diese Qualifikation bekommen, sondern Sie müssen immer diese Fortbildung machen.
Andere Lernmöglichkeiten müssen da sein. Die Arbeiter gegeben müssen das ermöglichen, sodass wir können immer noch die Profession weiterentwickeln. Und das hat viel Geld gekostet. Für die Bildung, Umschulung von sozusagen falschen Mitarbeiterinnen. Die Mitarbeiterinnen, die eigentlich die falschen Qualifikationen für Sozialarbeit haben. Viel Geld, aber es wäre sehr erfolgreich. So, mein Vorschlag ist, dass vielleicht könnte wir in diese Richtung gehen. Und ich habe diese 5 Punkte unter. Wir brauchen klare Richtlinien für Sozialarbeit, klare Prinzipien, was ist die Sozialarbeit, was brauchen wir von Professionellen, so die Leute, die Praxis machen, aber nicht nur, auch von der Organisation. Und momentan in Österreich, das ist ein Thema. Ich habe mehrmals gehört von Einrichtungen, von Arbeitgeberinnen, na, wir möchten keinen sozialen Wandel machen. Es ist gar nichts mit unserer Arbeit zu tun oder unseren Aufgaben zu tun. Das ist ein Thema. Hochpolitisches Thema für uns in Österreich, glaube ich. Wir müssen für soziale Gerechtigkeit stehen, kollektive Verantwortung und Ermächtigung der Service Users. Wir sind verpflichtet in Schottland, Nutzerinnen einzubinden in der Planung der Dienstleistungen, in der Lieferung der Dienstleistungen und in der Evaluation der Dienstleistungen. Wir können das nicht so sagen, okay, wir haben die Macht zu sagen, was wir machen möchten. Na, in der Ausbildung, in der Praxis müssen wir Nutzerinnen einbinden. Und ich habe schon gesagt, diese permanente Fortbildung und Lernmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen und ja, Folgen für Mitarbeiterinnen, so für Praktikerinnen, wenn sie etwas anders als Sozialarbeit machen, wenn sie etwas gegen den Ethikkodex machen, aber auch für Einrichtungen. Ob sie staatliche Einrichtungen sind oder Non-Profit-Sektor oder wie auch immer, wenn diese Organisationen nicht für Sozialarbeit stehen, dann haben sie ein Problem mit der Regierung in Schottland. Könnte interessant in Österreich sein, glaube ich. Okay, danke.